بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles hochgebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir kommen heute zu einem neuen Kapitel. Es lautet Babun Maja'a fi Munkiri al-Qadr. Und zwar geht es um das, was überliefert worden ist über diejenigen, die Al-Qadr leugnen. Al-Qadr, auf Deutsch übersetzt, ist die göttliche Vorherbestimmung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat für alles, was existiert, alles bestimmt, noch bevor er die Himmel und Erde erschaffen hat, was mit diesen Sachen geschehen wird. Und alles, was geschehen wird bis an den jüngsten Tag, hat Allah subhanahu wa ta'ala bereits bestimmt. Und was er genau bestimmt hat, dies ist alles ein Geheimnis, das Allah subhanahu wa ta'ala für sich selbst behalten hat und nur teilweise anderen Geschöpfen dazu Zugang gewährt. Der Iman an Al-Qadr, an diese göttliche Vorherbestimmung, gehört zu Tawhid al-Rububiyya, das heißt zur Einzigartigkeit Allahs Eigenschaft, dass er eben der alleinige Herrscher ist. Oder zum Tawhid der Taten Allahs, das ist Tawhid al-Rububiyya. Aber ebenfalls gehört es zu Tawhid al-Asma wa al-Sifat, das heißt zur Einzigartigkeit Allahs Namen und Eigenschaften, denn es gehört zu seiner Vollkommenheit, dass er alles bestimmt hat, bevor es geschieht. Die Menschen, die kann man in Bezug auf den Glauben an Al-Qada und Al-Qadr und Al-Qadr in drei Gruppen teilen. Die erste ist Al-Jabriya, Al-Jahmiya. Die zweite ist Al-Qadariya, Al-Mu'tazila. Und die dritte ist dann Ahlus Sunnati wal-Jama'a. Beginnen wir mit der ersten Gruppe. Die erste Gruppe ist die Al-Jabriya, Al-Jahmiya. Jabriya ist der Name für die Leute, die an das glauben, was wir jetzt gleich sagen werden. Al-Jahmiya ist dann der Name der Leute, genannt nach einer bestimmten Person. Und diese Gruppe hat natürlich nicht nur das an das geglaubt, was wir jetzt sagen werden, sondern an mehr Sachen als dies. Ja? Und deswegen nennt man sie Al-Jahmiya. Al-Jabriya nennt man sie, weil sie an das glauben, was wir jetzt direkt sagen. Also noch einmal, Al-Jabriya ist der Name, den sie bekommen haben, weil sie einen bestimmten Glauben haben in Bezug auf Al-Qadr. Und Al-Jahmiya ist eine Sekte, die unter anderem an das glaubt, was wir jetzt sagen. Und zwar, sie glauben an Al-Qadr, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles vorherbestimmt hat. Allerdings haben sie darin übertrieben, sodass sie dem Diener Allahs, das heißt dem Menschen und allen Geschöpfen, seinen freien Willen praktisch ihm entzogen haben. Also sie haben praktisch gesagt, der Mensch hat überhaupt keinen freien Willen und keine Macht, egal in Bezug auf das, was er tut oder in Bezug auf das, was er unterlässt. Das heißt, wenn er isst, trinkt, schläft, während er wach ist, ob er gehorcht oder ob er ungehorsam ist, all dies ist außerhalb seiner freien Wahl. Und es gibt keinen Unterschied bei ihnen zwischen einer Person, die sich runterstürzt vom Dach und eine Person, die praktisch die Treppe runtergeht vom Dach. Die zweite Gruppe ist Al-Qadariya Al-Mu'tazila.
Auch wieder hier Al-Qadariyya ist der Name für die Leute, die jetzt genau das Gegenteil gemacht haben von der ersten Gruppe Al-Jabriyya. Diese Leute haben aber, es gibt aber, sie glauben auch noch an andere Sachen und sie nennt man Al-Mu'tazila. Und diese Menschen, diese Gruppe hat dem Diener, und gemeint ist dem Diener Allahs, und alle Geschöpfe sind Diener Allahs, ob sie wollen oder nicht. Sie haben dem Diener Allahs eine Handlungsfreiheit gegeben oder eine Entscheidungsfreiheit gegeben und eine Macht gegeben in Bezug auf das, was der Mensch tut. Und sie haben darin übertrieben, sodass sie abgelehnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Taten des Dieners irgendetwas mitsteuert und irgendetwas bestimmt. Und sie haben, die Extremisten unter ihnen, haben sogar abgelehnt zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas weiß, noch bevor es eintrifft. Sie sagen also, der Diener, wenn er isst, trinkt, während er schläft, wenn er gehorsam ist, wenn er ungehorsam ist, all dies geschieht durch seinen freien Willen. Und durch seinen freien, vollkommenen Willen und durch seine eigene vollkommene Macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat darin nichts bestimmt, nichts mitgesteuert. Er weiß nicht einmal, dass etwas geschehen wird, noch bevor es geschieht. Was sind die Beweise dieser einzelnen Gruppierungen? Die erste Gruppe, Al-Jabriya, also wie gesagt, die übertrieben hat an den Glauben an die göttliche Vorherbestimmung, sodass der Mensch keinen eigenen freien Willen mehr hat. Sie haben es versucht zu beweisen mit einigen Ayat aus dem Koran. Die erste ist: Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Surat Az-Zumar, Vers 62. Und sie sagen: Der Mensch als auch seine Handlungen gehören zu den Dingen. Und Allah hat alle Dinge erschaffen. Und sie sagen: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Und Allah hat euch erschaffen und auch diejenigen, die auch und auch das, was ihr tut. Allah hat euch erschaffen und auch das, was ihr tut. Surat As-Saffat, Vers 96. Und wa ma ramayta idh ramayta walakin Allah rama. Allah sagte: Und du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Surat Al-Anfal, Vers 17. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala abgeschrieben, dass und verneint oder abgelehnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst geworfen hat, und hat sich das Werfen selbst zugeschrieben. Und sie sagten auch, Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran, sie werden, diejenigen, die Götzendiener sind, werden sagen: Hätte Allah gewollt, hätten wir keinen Schirk begangen und auch nicht unsere Vorväter, und wir hätten dann auch nichts verboten, also von dem, was sie verboten haben. In Surat Al-An'am, Surah 6, Vers 148. Und es gibt natürlich noch andere Gründe, aber die aufgrund der Länge, damit der Vortrag nicht so lang wird, der Gelehrte weggelassen hat. Jetzt kommen wir zu den Antworten auf diese Begründungen. Erstens einmal, ihre Aussage zu beweisen mit Allahu khaliqu kulli shay, Allah ist der Schöpfer aller Dinge, das steht im Widerspruch, ihr Verständnis steht im Widerspruch zu sehr vielen Belegen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala bzw. der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in dem wir erkennen können, dass der Mensch einen eigenen Willen hat und in denen auch die Taten
dem Diener zugeschrieben werden, dass er sie erworben hat, wäre der Mensch gezwungen dazu, seine Taten zu begehen, würde es keinen Sinn machen, ihm diese Tat zuzuschreiben. Und der Beleg, und Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut, ist in Wirklichkeit ein Argument gegen Al-Jabriya. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah die Tat dem Menschen zugeschrieben. Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Die Tat eines Menschen entsteht durch, oder besser gesagt, entspringt aus oder entsteht nach oder folgt einem entschlossenen Willen und einer Macht, dies auch umzusetzen. Das heißt, der Mensch, wenn er einen Willen hat, entschlossen ist, etwas zu tun und auch die Möglichkeit hat, dies umzusetzen, dann folgt die Tat. Und dieser Wille und auch die Macht dieses Menschen ist erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls ist dann das, was sich daraus ergibt, ebenfalls erschaffen. Und wenn wir uns den dritten Beleg anschauen, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Wenn wir uns diese Ayah verinnerlichen, so gibt es hier zwei verschiedene Aspekte, die betrachtet werden müssen. Erstens einmal, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht und was hat Allah, wie hat Allah dazu beigesteuert? Die Antwort ist ganz einfach. Allah sagt dir nicht, du hast geworfen, als du geworfen hast. Das heißt, er hat tatsächlich geworfen, sondern Allah hat geworfen. Es gibt hier zwei Arten von Werfen. Die erste Art des Werfens ist das Zielen. Ausholen und losschießen. Und die zweite Art, die mit Werfen hier gemeint ist, ist, dass der Wurf auch ankommt. Und das ist die Tat Allahs gewesen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geworfen und Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass dieser Sand in die Augen jeder einzelnen Kuffar gelangt. Das Seltsamste ist der nächste Beleg, und zwar, wo es heißt, die Götzendiener oder diejenigen, die Allah Teilhaber zur Seite gestellt haben, werden sagen, hätte Allah gewollt, hätten wir keinen Schirk begangen, noch unsere Vorväter, noch hätten wir etwas verboten. Seltsamerweise, weil das ist ja die Aussage der Mushrikin, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja gerade diese Aussage zurückgewiesen. Er sagte noch im selben Vers, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Genauso haben diejenigen, die vor ihnen waren, geleugnet. Ja. Also seltsamerweise begründen sie ihre Aussage mit einer Aussage der Mushrikin, was schön darauf hinweist, dass ihr Glaube einfach falsch ist. Zu glauben, dass der Mensch gezwungen wird zu all seinen Taten, steht im Widerspruch zum Buch Allahs, zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum gesunden Menschenverstand, zur Realität und zur Übereinkunft der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ganz klar im Koran, Surat Al-Imran 152, Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Manche unter euch wollen das Diesseits und manche unter euch wollen das Jenseits. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar dem Menschen einen Willen zugeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Imran 167 ebenfalls, sie sagen mit ihren Mündern, was nicht in ihren Herzen ist. Und Allah sagt in Naml Vers 88, إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Er ist kundig über dem, was ihr tut. Und dasselbe sagt er, wie gesagt, in mehreren Versen. Aus der Sunna sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Die Taten sind gemäß den Absichten, und jeder Mensch oder die Taten werden mit Absichten verrichtet, und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Was auch immer ich euch verbiete, so geht ihm aus dem Weg. Was auch immer ich euch anordne, so tut es, soweit ihr könnt. Woher wissen wir, dass es darüber eine Übereinkunft gibt? Ganz einfach, unter den Salaf. Ganz einfach, weil es keine einzige Aussage über sie gibt, die auf das hindeutet, was Al-Jibriya glaubt. Und der gesunde Menschenverstand beweist dies auch, denn wenn der Diener Allahs gezwungen wäre, seine Taten zu begehen, dann wäre es eine Ungerechtigkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch noch deswegen belangt dafür. Sogar die Wahrnehmung beweist, dass das alles überhaupt nicht stimmt, was die Jabriya gesagt haben, denn der Mensch merkt ja sehr wohl den Unterschied zwischen dem, was er freiwillig tut, und dem, was er tut, wenn er gezwungen wird. Die zweite Gruppe, von der wir gesprochen haben, Al-Qadariya, also die an das genaue Gegenteil glauben, die glauben, dass der Mensch seinen vollkommen freien Willen hat, und sie beweisen das mit der folgenden Ayah: Manche von euch wollen das diesseits und manche von euch wollen das jenseits, wie gesagt, zu Al-Imran 152 und anderen Ayat. Die Antwort natürlich auf diese Sekte ist die folgende: Zunächst einmal, die Ayat und Hadith, die sie anführen, sind von zweierlei Art. Entweder Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns vom Willen des Menschen und seiner Tat, allerdings in Zusammenhang mit Allahs Bestimmung. Das heißt, dass der Mensch nichts will, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala will es. Dazu sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat At-Takwir in den Versen 28 und 29, lesen wir auch den 27. dazu: Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will, und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er, der Herr der Weltenbewohner. Und so hier sehen wir, dass der Wille des Menschen also relativ ist. Er kann nur das wollen im Rahmen dessen, was Allah will. Und hier sehen wir eindeutig, dass der Mensch einen freien Willen hat, aber nur in dem Bereich, den Allah ihm zulässt. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis an der Sache. Gucken wir uns eine weitere Ayah an. Surah 76, Surah Al-Insan, in den Versen 29 und 30. Gewiss, oder erstmal auf Arabisch: Inna hadhihi tadhkirah, faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Wer nun will, nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah es will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Und noch die Ayah aus Surat al-Baqarah 253: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig. Unter ihnen gab es manche, die glaubten, und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was er will. Und die zweite Art von Ayat, an die sie sich festklammern, sind Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala den Willen des Menschen erwähnt hat und nicht den Willen Allahs in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Zum Beispiel: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, Surat al-Baqarah, Vers 223. So geht zu eurem Saatfeld, von wannen ihr wollt. Das heißt, von wo ihr wollt. Und andere Ayat, liebe Geschwister,
Aber wie gesagt, zusammenfassend davon ist, wie heißt es, es ist ein Grund, ein Grundsatz im Tafsir, der lautet, nicht nur im Tafsir, auch, was ist auch in der, in Bezug auf die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man absolute Verse hat, die, also Verse hat, die eine Sache absolut beschreiben und wiederum Verse hat, die eine Sache eingeschränkt beschreiben, dann versteht man die absoluten Verse im Lichte der eingeschränkten Verse. Das heißt, in diesem konkreten Fall, in den ersten Versen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt, dass der Wille des Menschen oder die Freiheit, nicht die Freiheit, die freie Willensentscheidung eines Menschen nicht absolut ist, sondern abhängt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Und in anderen Ayat, also das heißt, es ist eingeschränkt, es ist relativ. Und in der zweiten Kategorie von Beweisen, die sie verwendet haben, die Jabriya, ist der Wille des Menschen nicht eingeschränkt beschrieben. Und es ist die Pflicht eines Muslims, an den gesamten Koran zu glauben. Und deswegen weiß man, dass die Stellen, an denen Allah subhanahu wa ta'ala den Willen des Menschen uneingeschränkt beschrieben hat, das heißt, seinen eigenen Willen nicht erwähnt hat, den Willen Allahs, dass diese Ayat zu verstehen sind im Lichte der anderen Ayat. Wallahu ta'ala a'lam. Des Weiteren, liebe Geschwister, dem Diener Allahs einen Willen zuzuschreiben, der unabhängig ist vom Willen Allahs. Das heißt, dem Diener Allahs einen Willen zuzuschreiben, der unabhängig ist vom Willen Allahs, obwohl wir Diener Allahs sind, wie gesagt, bedeutet, dass man glaubt, dass Dinge geschehen, die im Widerspruch zu dem stehen, was Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Das heißt, dass der Mensch etwas tun kann, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht wollte, dass es geschieht. Wir reden hier von Al-Irada Al-Qadariya und nicht von Al-Irada Al-Shar'iyya. Wie gesagt, Al-Irada Al-Shar'iyya, das ist der gesetzliche Wille Allahs. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, das Gute zu tun und Schlechtes zu vermeiden. Und wie wir wissen, hält sich nicht jeder daran. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala wollte, und das ist Al-Irada Al-Qadariyya, dass es beides gibt. Und er lässt uns die Wahl zu entscheiden, was davon. Aber, wie gesagt, in dieser Hülle drin, in der Hülle seiner Irada Al-Qadariyya, also seinen universellen Willens. Und wenn man also dem Menschen einen Willen zuschreibt, der unabhängig ist von Allahs Wille, und zwar Irada Al-Qadariyya, dann ist es eine Form von Ash-Shirk. Das ist eine Form von Ash-Shirk, Beigesellung, weil man hier etwas mitzubestimmen hat, was geschieht, unabhängig von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Al-Qadariyya als, er sagte, Al-Qadariyya majusu hadihi al-umma. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Er sagte, Al-Qadariyya sind die Zoroastrier, das heißt, das ist eine Form von Götzendiener, diese Feueranbeter. Aber wichtig ist, sie sind die Götzendiener dieser Umma. Prophet sagte, Al-Qadariyya sind die Götzendiener dieser Umma. Wenn sie krank sind, dann gestattet ihnen keinen Krankenbesuch. Und wenn sie gestorben sind, dann nehmt nicht an ihrem Begräbniszug teil. Und dieser Hadith, Al-Albani rahimahullah ta'ala, sagte in Sunan Abi Dawud und Sunan Ibn Majah, dass der Hadith Hasan ist. Offensichtlich, weil sich einige Überlieferungsketten gegenseitig stärken, wallahu a'lam. Eine dritte Sache ist, wie kann man mit Al-Qadariyya diskutieren? Man fragt jetzt erstes, glaubt ihr daran,
oder bestätigt ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala wusste, was geschehen wird. Dass er wusste, was ein Mensch tun wird. Diejenigen, die keine Extremisten sind, die Gemäßigten unter ihnen werden, sagen selbstverständlich. Wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer weiß, was ein Mensch tun wird. Dann sagen wir zu ihnen, die Tat, die dann der Mensch begeht, stimmt sie überein mit dem, was Allah wusste, oder nicht? Wenn sie sagen, selbstverständlich stimmt die Tat des Menschen dann überein mit dem, was Allah wusste, dann sagen wir zu ihnen, also, dann wollte Allah subhanahu wa ta'ala ja, dass es geschieht. Müsst ihr euch vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig. Allah wusste, was sie tun werden. Also, und er hat es zugelassen. Also war es Teil seines Willens, al-Irada al-Qadariya. Und wenn sie das Gegenteil sagen, dann haben sie Allahs Willen geleugnet. Und deswegen sagten die Imame, möge Allah mit ihnen zufrieden sein über die Qadariya, dass wir, wenn wir mit ihnen diskutieren sollen, dann sollen wir sie, mit ihnen über den Punkt Al-Ilm, über Allahs Wissen diskutieren. Wenn sie dies bestätigen, dann haben sie den Dialog verloren. Und wenn sie die Sache leugnen, dann sind sie Kuffar, ul'iyadu billah. Und diese zwei Gruppen, Al-Jabriya und Al-Qadariya, sind zwei irregeleitete Gruppen. Ahl Sunnah wal Jama'a ist der Weg der Mitte zwischen diesen zwei extremistischen Gruppen. Ahl Sunnah wal Jama'a glaubt an alle Belege aus dem Koran und aus der Sunnah. Und deswegen glauben sie daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat. Und sie glauben auch gleichzeitig daran, dass der Mensch einen eigenen Willen hat und auch eine Fähigkeit hat. Doch dies ist alles in Abhängigkeit von Allah subhanahu wa ta'alas Willen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ganz klar, in dem Vers, den wir gelesen haben schon, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Und ihr könnt nichts wollen, es sei denn, Allah will, der Herr der Weltenbewohner. Surat al-Takwir. Wenn also der Mensch etwas tut, etwas tun will und dann tut, so wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher Bescheid wusste, dass dieser Mensch dies tun wird. Und das ist übrigens das Problem aller Sekten, die dem Islam zugeschrieben werden, dass sie immer einen Teil der Belege verwenden aus dem Koran und einen anderen Teil beiseite lassen. Wie jemand, der den Koran anschaut und einäugig ist, nur einen Teil des Korans durchsieht. Diesbezüglich, liebe Geschwister, gibt es eine schöne Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, es wird erzählt, dass einer der Mu'tazila, die Mu'tazila, wie gesagt, sind die zweite dieser Gruppen, das sind diejenigen, die, sage ich jetzt mal salopp, nicht glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala überall seinen Willen mit reinbringt. Der eine hieß Abdul Jabbar al-Hamadani, er war so ein Mu'tazili. Und er ging zu einem anderen Freund, der war auch Mu'tazili, und bei dem war ein Gelehrter namens Abu Ishaq al-Isfarayini. Abdul Jabbar, das heißt, der gemeint dieser Mu'tazili, er sagte, und jetzt lese ich erstmal den Text auf Arabisch vor, weil das reimt sich alles. Er sagte, Subhana man tanazzaha anil fahsha. Und sagte Abu Ishaq gleich danach, Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Dann sagte Abdul Jabbar, der verstanden hatte, was Abu Ishaq meint, Ayuridu Rabbuna an yu'asa? Dann sagte Abu Ishaq,
أيعصى ربنا قهرا؟ sagte Abdul Jabbar, أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ sagte Abu Ishaq, إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. Daraufhin verließen die Anwesenden die Sitzung und sagten: Bei Allah, diesen kann man nicht entgegnen. Der Mu'tazili sagte zu Beginn, sinngemäß übersetze ich jetzt diese Erzählung: Gepriesen sei derjenige, der erhaben ist vor jeglicher Abscheulichkeit. Abu Ishaq hat das verstanden, was der Mann damit sagen will. Gepriesen sei Allah, derjenige, der erhaben ist vor jeglicher Abscheulichkeit. Das heißt, er wollte sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht wollte, dass es Abscheulichkeiten gibt. Also, wie gesagt, es geht nicht um al-Irada al-Shar'iyya, sondern al-Irada al-Qadariyya. Daraufhin sagte Abu Ishaq als Antwort darauf: Gepriesen sei, Klammer auf, viel mehr, Klammer zu, derjenige, in dessen Reich nichts geschieht, es sei denn, er will es. Egal was es gibt, es geschieht durch Allahs Willen. Al-Irada al-Qadariyya. Daraufhin sagte Abdul Jabbar, der auch wiederum verstanden hat, was er damit sagen will: Will unser Herr etwa, dass man ihm ungehorsam gegenüber ist? Will Allah etwa, dass gesündigt wird? Daraufhin sagte Abu Ishaq: Kann jemand etwa unserem Herrn gegenüber gezwungenermaßen ungehorsam sein? Das heißt, kann unser Herr dazu gezwungen werden, dass wir gegenüber ihm ungehorsam sind? Daraufhin sagte Abu Jabbar: Stell dir vor, Allah gebe mir nicht die Rechtleitung und bestimmte eben für mich, dass ich verdammt sei und zugrunde gehe. Hat er mir gegenüber eine Wohltat geleistet oder etwas Übles? Weil diejenigen Ahlus-Sunnah al-Jama'ah sagen zweifellos, dass die Rechtleitung kommt von Allah. Und auch die Irreleitung kommt von Allah. Daraufhin sagte Abu Ishaq: Wenn Allah dir etwas verweigert, was dir zusteht, dann hat er wirklich etwas Schlechtes gemacht. Aber wenn er dir etwas verweigert, was ihm gehört, so gibt er oder so lässt er an seiner Barmherzigkeit teilhaben, wem er will. Und so insofern, und daraufhin, wie gesagt, sind die Leute aufgestanden und weggegangen und haben gemerkt, dass dieser Glaube, Al-Qadariyya, einfach ein falscher Glaube ist und nicht korrekt ist, weil sie haben einfach falsch verstanden und falsch gedacht. Und dieser Gelehrte hier, Abu Ishaq, Al-Isfarayini, hat sehr schön dargelegt, wie man an Al-Qadar und Al-Qadar zu glauben hat. Kommen wir nun zu einem entscheidenden Punkt, und zwar: An was muss man als Muslim letztendlich glauben, damit man seinen Glauben an die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadar vervollkommnet hat? Es gibt vier Aspekte, die zu berücksichtigen sind und an die man alle glauben muss. Erste ist das Wissen, zweitens die Niederschrift, drittens der Wille und viertens die Schöpfung oder die Erschaffung. Und kommen wir zum ersten Punkt, und zwar das Wissen. Du musst daran glauben, lieber Bruder, liebe Schwester, dass Allah, der Erhabene, alles weiß, sei es allgemein als auch detailliert. Allah wusste, Allah weiß, was geschehen ist. Allah weiß, was geschieht. Und Allah weiß auch, was geschehen wird. Und Allah weiß auch, was geschehen wäre, wenn etwas anderes geschehen wäre. Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid. Egal, ob es seine eigenen Taten betrifft oder die Taten seiner Diener.
Dafür gibt es viele Beweise aus dem Koran. Unter anderem der folgende. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Nummer 6, Al-An'am 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Selbstverständlich, liebe Geschwister, kann man nichts aufschreiben, bevor man nicht etwas weiß. Allah sagt in Surat al-Hajj, Vers 70, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und auf der Erde ist? Wahrlich, dies ist in einem Buch. Wahrlich, dies ist Allah ein leichtes. Der zweite Aspekt ist die Niederschrift. Dass Allah alles aufgeschrieben hat, noch bevor er es erschaffen hat, noch bevor es geschehen ist. Und darauf hinweisen die zwei bereits angeführten Belege deutlich hin, dass es eine Niederschrift gibt. Der dritte Aspekt ist der Wille, Al-Mashi'ah. Das heißt, wir müssen wissen, alles, was geschieht, geschieht durch Allahs Willen. Alles, was geschieht, geschieht durch Allahs Willen. Allah sagte zum Beispiel, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah sagt uns diese Ayah Surat Yasin, Vers 82, dass wenn er etwas will, dass es geschieht, dann sagt er dazu nur sei und dann ist es. Und weiterhin sagte Allah, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Hätte dein Herr gewollt, so hätten sie es nicht getan. Surat Al-An'am 112. Und so weiter und so fort, dafür gibt es viele Beweise. Und der vierte Aspekt ist die Erschaffung. Liebe Geschwister, es gibt nichts in den Himmeln und auf der Erde, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hat es erschaffen und gehört es und ihm, er hat es bestimmt und es gehört zuerst in den Bereich seiner Macht. Allah sagte unmissverständlich, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Eine Schlussfolgerung können wir machen aus dem, was wir gesagt haben. Die Taten des Menschen sind erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch selbst begeht sie. Das ist einfach die Zusammenfassung, liebe Geschwister. Des Weiteren hat uns Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna weitere Sachen mitgeteilt, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Es gibt diese absolute Bestimmung noch vor Erschaffung der Himmel und Erde. Und es gibt noch weitere relative göttliche Vorherbestimmungen zu anderen Zeitpunkten. Also nicht nur vor der Erschaffung von allem, sondern auch jetzt noch. Zum einen die Lebenszeit eines jeden Menschen. Sobald ein Mensch als Embryo praktisch im Bauch der Mutter 4 Monate alt geworden ist, schickt Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel zu diesem Embryo, der eben die Seele in dieses Embryo einhaucht. Und er schreibt auf, was er an Versorgung erhalten wird. Und er schreibt auf, wie lange er leben wird, also seine Frist. Und schreibt auf, was er an Taten begehen wird und ob er zu den Glückseligen oder ob zu den Unglückseligen, ob er zu ihnen gehören wird. Dann gibt es eine jährliche göttliche Bestimmung. Und das ist in Laylat al-Qadr, in der Nacht der Bestimmung. Darin wird geschrieben, was im folgenden Jahr alles geschehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat ad-Dukhan, in Surah 44, bei dem deutlichen Buch, wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt, Laylat al-Qadr.
Wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt. Und dann beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala diese gesegnete Nacht, indem er sagt, in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird, als eine Angelegenheit von uns. Und manche Gelehrte haben gesagt, es gibt auch eine tägliche Bestimmung. Und zwar, wie es heißt in Surat Ar-Rahman, in der Surah 55, Vers 29, ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Jeden Tag macht er also einen reichen Arm und einen Armen reich und erschafft etwas, was es noch nicht gegeben hat und lässt etwas vergehen, was es gegeben hat und gibt einem mehr Versorgung und so weiter und so fort. Und schickt den Regen und erschafft die Wolken. Wir müssen also verstehen, dass der freie Wille eines Menschen nicht der göttlichen Vorherbestimmung widerspricht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wusste lediglich, was der Mensch tun wird. Und deswegen hat er das aufgeschrieben. Und der Mensch entscheidet, ob er das essen will oder das andere essen will. Und dann isst er und hat den freien Willen dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bei sich aufgeschrieben, was der Mensch entscheiden wird. Das heißt nur nicht, dass er seine Willensfreiheit weggenommen hat. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielmehr alles wusste, was eben geschehen wird. Und deswegen gibt es eine Erzählung über Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Und zwar, als er nach Damaskus gehen wollte, sagten die Leute zu ihm, geh dort nicht hin, denn dort ist die Pest ausgebrochen. Dann hat er die Sahaba versammelt und sie um Rat gefragt. Und manche haben gesagt, ihm vorgeschlagen, kehren wir lieber zurück. Dann hatte er sich entschlossen, der Umar radiallahu anhu, entschlossen, wieder zurückzukehren. Und da kam Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah radiallahu anhu, ardah. Er sagte zum Khalifa, O Führer der Gläubigen, flüchtest du etwa vor Allahs Bestimmung? Und dann sagte Umar ibn Khattab, نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ. Wir flüchten von Allahs Bestimmung zu Allahs Bestimmung. Und ich glaube, es gibt keine schönere Antwort, die man geben kann als diese. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Frage, darf man denn, wenn wir nun wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat, seine eigenen Sünden damit rechtfertigen, dass Allah es ja für einen bestimmt hat? Die Antwort liegt auf der Hand, haben wir eigentlich schon gerade beantwortet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt gucken wir uns Vers 148 nochmal an, sehen wir, dass er genau diese Sache verwirft. Im 148. Vers Surat al-An'am heißt es, diejenigen, die ihm beigesellen werden, sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt und auch nicht unsere Väter und wir hätten nichts verboten. Ne, weil sie haben Dinge verboten, die eigentlich halal sind. Und das ist eine Form von der Schirk. Allah sagte als Antwort darauf, ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Ja, dieses Argument ist nichtig und bedeutet nichts anderes, als dass man die Gesandten der Lüge bezichtigt. In Bezug auf Al-Qadr gibt es auch einen eindeutigen Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. Es gibt niemanden von euch, für den nicht bereits sein Platz im Paradies und sein Platz in der Hölle bestimmt ist. Daraufhin sagten sie, O Gesandte Allahs, أفلا ندع العمل ونتكل قال اعملوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Dann sagten sie, O Gesandte Allahs, sollen wir dann nicht einfach die Taten unterlassen und uns darauf verlassen? Dann sagte er, handelt, denn einem jeden ist diejenige Tat leicht gemacht worden, für die er erschaffen worden ist. Also, das heißt, man soll handeln und sich nicht auf das verlassen, denn es macht auch keinen Sinn, denn
Du weißt ja gar nicht, wofür du, was dir bestimmt worden ist. Deswegen handle. Und wenn du ein Paradiesbewohner bist, dann wirst du auch nach einem Paradiesbewohner handeln. Und wenn du ein Höllenbewohner bist, dann wirst du auch nach einem Höllenbewohner handeln. Der Glaube an Al-Qadr bringt viel Nutzen mit sich. Als erstes, es gehört zum vollkommenen Tawhid, speziell zum Tawhid al-Rububiyya. Des Weiteren führt es dazu, dass man ein beruhigtes Herz hat, denn egal was einen trifft, so wusste man, dass es einen nicht verfehlen sollte, und egal was einen verfehlt, so wusste man, dass es einen nicht treffen sollte. Und das heißt, es bringt einen dazu, nicht traurig zu werden, denn man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das schon vorbestimmt hatte. Hiernach erwähnte der Autor des Buches At-Tawhid ein Hadith von Muslim überliefert, rahimahullah ta'ala, in dem Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, bei dem in dessen Hand die Seele von Ibn Umar ist: Wer auch immer Gold anhäuft, gleich der Menge des Berges Uhud, und dies im Namen Allahs ausgibt, Allah würde es nicht annehmen, wenn er nicht an die göttliche Vorherbestimmung glaubt. Dann zitierte er die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Der Iman, der Glaube ist, bedeutet, zu glauben an Allah, seine Engel, seine offenbarten Bücher, seine Gesandten, den Tag der Auferstehung und an Al-Qadr, das heißt die göttliche Vorherbestimmung, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Egal was Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat, ein Gutes oder Schlechtes, du hast daran zu glauben. Ist also ganz klar, dass jemand, der nicht an Al-Qadr, und Al-Qadr glaubt, ein Kafir ist, weil er hier etwas aus dem Koran leugnet und eine Säule der Säulen der sechs Iman-Säulen leugnet. Und dementsprechend natürlich wird seine Tat nicht akzeptiert werden im Jenseits. Was bedeutet es, an die Engel zu glauben? An die Engel zu glauben bedeutet zu glauben, dass es sie gibt, an die Namen zu glauben, die von ihnen uns bekannt sind, zu glauben an das, was sie tun, was uns berichtet wurde, dass sie tun, und auch an ihre Eigenschaften zu glauben. Zum Beispiel hat Jibril a.s. in seiner wirklichen Gestalt 600 Flügel, die der Prophet s.a.w. selbst gesehen hat, zweimal, dass er einfach riesengroß ist und den Horizont dadurch ausfüllt, dass er manchmal zum Propheten s.a.w. in der Gestalt von Dihya al-Kalbi kam, das heißt Gestalt eines Menschen, und auch in dem Mutawatir Hadith, in dem Jibril a.s. zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und hatte ganz schwarze Haare, ganz weiße Kleidung an, und man konnte an ihm keine Spur einer Reise entdecken, weil der Mann war unbekannt. Diese Person hatte niemand gesehen, wie auch, es war ja auch eigentlich ein Engel, der in eine Gestalt eines Menschen kam. Und keiner der Sahabe kannte ihn, und gleichzeitig hatte er keine Spur einer Reise auf sich. Das war das Besondere. Und dann saß er sich zu dem Propheten hin und stellte ihm die berühmten Fragen. Und zum Glauben an Yawm al-Akhir, an den jüngsten Tag, den letzten Tag, gehört eben zu glauben, dass dies der letzte Tag ist, nachdem es keinen anderen Tag mehr geben wird. Das ist der Tag der Auferstehung. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, dazu gehört auch alles, was nach dem Tod geschieht. Das heißt, das, was im Grab geschieht, das, was
geschieht, das heißt, dessen die Posaune gestoßen wird, dass die Menschen alle auferstehen werden aus ihren Gräbern für Allah subhanahu wa ta'ala, barfüßig und nackt. Und dass man daran glaubt, was am jüngsten Tag auch geschieht. Und zwar, dass dort die Waagschalen aufgestellt werden, dass die Schriftrollen herausgeholt werden, wo die ganzen Taten aufgeschrieben werden. Die Brücke über Jahannam, der Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus dem wir trinken dürfen, inshallah ta'ala, und danach nie wieder dursten werden. Die Fürsprache, das Paradies und was es darin gibt, und die Hölle und was es darin gibt. All dies gehört zum Iman an al-Yawm al-Akhir. Kommen wir nun zu einer weiteren Überlieferung von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu. Ich lese auf Arabisch vor erstmal. Annahu qala libnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'ma al-Iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ثم قال يعني عبادة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Also عبادة بن الصامت رضي الله عنه überliefert, dass er zu seinem Sohn sagte: O mein Sohn, du wirst Oder es wird überliefert, dass er zu seinem Sohn sagt: O mein Sohn, du wirst niemals auf den Geschmack des Iman kommen oder du wirst niemals den Iman genießen, bis du begreifst, dass das, was dich heimgesucht hat, dass das, was dich getroffen hat, dich niemals hätte verfehlen können oder sollen und das, was dich verfehlte, dich niemals hätte treffen können. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, das Erste, also das nicht ganz korrekt übersetzt, auf Arabisch heißt es, nachdem, das heißt, als Allah subhanahu wa ta'ala den Stift erschaffen hatte. Ja, das heißt nicht, also, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Das heißt nicht, also, das Erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift, sondern es muss heißen, das Erste, was Allah praktisch gesagt hat, oder das Erste, was geschehen ist, nachdem Allah den Stift erschaffen hat, oder sobald Allah subhanahu wa ta'ala den Stift erschaffen hatte, sagte er, oder gleich nachdem Allah den Stift, das Schreibrohr erschaffen hatte, sagte er, oder ordnete er es an, zu schreiben. Und dann fragte das Schreibrohr: Mein Herr, was soll ich denn schreiben? Er sagte: Schreib auf die Bestimmung aller Dinge bis zum Eintreffen der Stunde, das heißt bis zum Eintreffen des jüngsten Tages. O mein Sohn, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, jeder, der stirbt und dabei etwas anderes glaubt als dies, der gehört nicht zu mir. Und dieser Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud und Al-Albani rahimahullah ta'ala sagte sahih. Ein Beispiel dafür, wie man den Glauben an die göttliche Vorherbestimmung positiv ausnutzen kann, ist, angenommen, du gehst mit deinem Sohn irgendwo ins Meer schwimmen und dann ertrinkt dein Sohn, dann sollst du eben nicht sagen, wäre ich doch nicht mit ihm hierher gekommen, dann wäre er auch nicht ertrunken. Das ist falsch, sondern in diesem Moment sollst du eben sagen, dass Allah dich bestimmt hat und was Allah will, das geschieht auch. Und das beruhigt eben das Herz, weil man weiß, dass man Allah, das sollte einen treffen, ja? Das sollte einen nicht verfehlen, das sollte einen treffen, dieses Unglück, und Allah wollte es. Und jetzt wissen wir, dass Allah nichts will, es sei denn aus seiner Weisheit heraus. Und deswegen beruhigt es dadurch die Herzen des Menschen. Ein sehr schöner Aspekt aus diesem Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu ist derjenige, dass er seinem Sohn nicht nur beigebracht hat, was er zu glauben hat. Das heißt, er hat ihm nicht im Islam unterwiesen nur, sondern er hat ihm auch gesagt, warum. Und das ist ein entscheidender Punkt. Du sagst deinem Sohn, iss mit deiner rechten Hand. Warum? Du sagst ihm, weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dem wir folgen, das auch so gemacht hat. Du hast an Al-Qadar und Al-Qadar zu glauben. Warum? Weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, dass wenn jemand nicht daran glaubt, verlässt er minni, der gehört nicht zu mir.
Warum? Weil er natürlich Kafir ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht sich von jedem Kafir frei. Und in einer weiteren Überlieferung, bei Imam Ahmad heißt es, Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Hier ist eben mit al-qalama, ist al-fatha, und hier ist eben gemeint, das erste, das Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, war al-qalam. Das Schreibrohr sagte zu ihm, schreib. Und in diesem Moment war all das, was bis zum Tag der Auferstehung geschehe, niedergeschrieben. Manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist eben, das erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift von dem, was wir sehen können. Das heißt, der Stift, ein Schreibrohr, das Stift, das kennen wir, das kann man sehen. Und ansonsten ist das erste Geschöpf, was wir kennen, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist Al-Arsh, der Thron Allahs subhanahu wa ta'ala. In einer weiteren Überlieferung heißt es bei Ibn Wahb, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ. Wer also nicht an Al-Qadr glaubt, das Gute und Schlechte davon, den wird Allah mit dem Feuer verbrennen. Diese Überlieferung habe ich allerdings nirgends gefunden, wallahu a'lam. Obwohl sie inhaltlich natürlich das gleiche bedeutet wie die anderen Überlieferungen. Übrigens mit dem Guten und Schlechten von Al-Qadr ist gemeint, gut und schlecht in Bezug auf den Menschen. Ansonsten, Allahs Bestimmung ist immer gut und Allahs Entscheidungen sind immer gut und Allahs Taten sind immer gut. Gemeint ist, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel bestimmt, dass dein Sohn stirbt, dann ist das Sterben an sich etwas Schlechtes mit Sicherheit. Allerdings ist das ist die Bestimmung Allahs deswegen nicht schlecht gewesen. Denn was sich daraus an Gutem ergibt, hängt davon ab, unter anderem, ob du an diese göttliche Vorherbestimmung geglaubt hast oder nicht. Wenn du daran geglaubt hast und das dein Herz beruhigt, dann ist es ein Zeichen von Iman, dann war die ganze Sache gut für dich, wenn du geduldig warst und du wirst dafür belohnt werden. Auch wenn das Sterben an sich sicherlich keine Sache ist, die man sich wünscht, denn der Tod meistens kommt plötzlich. In der folgenden Überlieferung, unter anderem in Sunan von Abi Dawud, rahimahullah ta'ala, heißt es, es berief von Ibn al-Daylami, er sagte, ich lese das Arabisch erstmal vor, Ataytu Ubayy ibn Ka'b faqultu fi nafsi shay'un min al-qadr, fahaddathani bi shay'in la'alla Allah an yudhibahu min qalbi, faqal, law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabirahu Allah minka hatta tu'mina bil-qadr, wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liusibak, wa law mutta ala ghayri hadha lakunta min ahli an-nar. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Und dann sagte der Autor von Kitab al-Tawhid, حديث صحيح رواه الحاكم في صح الحاكم في صحيحه. Und Albani رحمه الله sagte ebenfalls der Hadith ist sahih. Und zwar lautet es folgendes: Ibn al-Daylami, er erzählt, ich ging zu Ubay ibn Ka'b und sagte zu ihm, ich bin mir nicht ganz sicher in Bezug auf die Sache mit Al-Qadr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich davon wirklich überzeugt bin. Dann erzählte mir etwas, auf das Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Zweifel wegnehme. Er sagte, wenn du so viel ausgibst, wie der Berg, so viel Gold ausgibst in der Menge des Berges von Uhud, so würde Allah subhanahu wa ta'ala dies von dir nicht akzeptieren, nicht annehmen, diese Tat, bis du an Al-Qadr glaubst. Und bis du weißt, dass dich nichts trifft, was dich hätte verfehlen sollen. Und dass dich nichts verfehlt, was dich hätte treffen sollen. Oder umgekehrt. Und wenn du stirbst in einem Zustand anderen als diesen, das heißt, wenn du stirbst und nicht an die Sache glaubst, dann würdest du zu den Höllenbewohnern gehören. Ibn al-Daylami sagte, daraufhin ging ich zu Abdullah ibn Mas'ud und zu Hudhayfa ibn al-Yaman und zu Zayd ibn Thabit, drei edle Sahaba. Und alle haben mir dasselbe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Übrigens, der Beweis dafür, dass das erste, was Allah erschaffen hat, eben nicht der Stift, das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Sahih al-Bukhari, kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' thumma khalaqa as-samawati wal-ardha wa kataba fi adh-dhikri maqadira kulli shay'.
Es gab zu Beginn gab es Allah und nichts anderes gab es vor ihm und sein Thron war auf dem Wasser. Hiernach hat Allah die Himmel und die Erde erschaffen und schrieb auf in dieser wohlbewahrten Tafel alle Dinge, alle Bestimmungen auf, alles was geschehen sollte. Und aus dem vorausgegangenen Hadith, Ibn Daylami, lernen wir, liebe Geschwister, wenn man ein Problem hat, geht man immer zu den entsprechenden Experten. Was gibt es Besseres, als dass dieser Mann zu edlen Sahaba radiallahu anhum gegangen ist und sie um Rat fragte. Und deswegen, wenn man etwas nicht weiß in der Religion, fragt man die Gelehrten, damit man nicht in die Irre geht. Diese Person hat anerkannt, dass er eine Schwäche im Herzen hat und hatte Angst, dass es ihn in die Hölle bringt und ging deswegen zu einem Sahabi, der ihm davor mit Allahs Erlaubnis rettet. Und sie alle in ihren Antworten haben sich gestützt auf eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann kann man niemals irregeleitet sein. Und eine Sache bin ich euch noch schuldig, liebe Geschwister, weil ich öfter das Wort Al-Qada verwendet habe. Ich habe öfter gesagt Al-Qada und Al-Qadr. Das sind zwei Begriffe, die nach einer Ansicht einfach das Gleiche bedeuten, weil es keine klare Beweise gibt aus dem Koran und der Sunna, die einen Unterschied zwischen diesen beiden Worten machen. Al-Qada und Al-Qadr, beides bedeutet in Bezug auf unser Thema hier dasselbe. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.